Bitte schön. Einige von Ihnen werden ihn kennen, auch ein guter Freund der Zukunftswerkstatt, auch jemand, der uns sehr stark unterstützt, Patrick Danowski. Einigen auf dem Bibliothekartag selber auch bekannt geworden als der Mann, der mit Poken dealt. Eine Sache, die er jetzt nicht beschreiben wird. Ich habe mir gerade überlegt, bei dem Vortrag, den er jetzt hält, brauchen wir eigentlich nicht zu twittern, weil diejenigen, die diesen Twitter bereits lesen, bereits wissen, wie es funktioniert. Das ist eigentlich eine spannende Sache. Wir haben wahrscheinlich erst eine ruhige halbe Stunde, wir machen sich trotzdem schreiben. Nein, danke, dass du da bist. Und es geht, wie gesagt, um Patrick Danowski. Er ist beim CERN-Institut, Scientific Information Service, und hat einen ganz, ganz tollen Satz, nämlich: Chatten Sie noch oder twittern Sie schon? Eine neue Online-Kommunikationsform auch für Bibliotheken. Genau, und wie Sie ja schon am Design der Folien sehen, wird das jetzt auch ein bisschen lockerer zugehen, weil Twitter ist halt auch eine bisschen lockerere Kommunikationsform. Aber zunächst erstmal fangen wir an mit dem Chat. Chat ist eigentlich ein ziemlich altes Medium, ist eigentlich schon da seit dem Beginn des Internets, damals noch als Internet Relay Chat, IRC. Und damals gab es noch vielen bekannt diese Chaträume. Das heißt, einer hat, wenn man da etwas eingetippt hat, ist immer an alle Leute in diesen Raum gegangen. Das heißt, es war eine 1-zu-N-Kommunikation, einer an viele. Es hat nicht viel später gedauert, dann kamen diese sogenannten Instant Messaging Services. Sie sind uns allen bekannt. ICQ, AOL, MSN Messenger, Google hat auch ein solches Produkt im Angebot, oder am bekanntesten wahrscheinlich Ihnen allen Skype. Also Internettelefonie, aber erlaubt auch Chat. Hierbei ging es mehr um die private Kommunikation, das heißt, es war ein System für eine 1-zu-1 Kommunikation. Nun, eine weitere Kommunikationsform ist SMS. Da war ich jetzt einen Schritt zu wenig, ist SMS. Und zwar, SMS waren ursprünglich mal Service-Nachrichten für Techniker, die so 240 Zeichen umfassten. Auch da handelt es sich um eine 1-zu-1 Kommunikationsform, dass also an eine Person an eine andere gesendet wird. Die Frage ist, 240 Zeichen, kann man damit überhaupt kommunizieren? Die Frage, die sich natürlich stellt, wird das überhaupt genutzt? Wir alle wissen, ja, 29 Milliarden SMS wurden 2008 verschickt. Das bedeutet 8 Millionen SMS pro Tag in Deutschland. Nur in Deutschland. Ganz klassisch, ich will mal ein klassisches Telefongespräch jetzt mal kurz als Beispiel bringen. Und zwar die klassischste Frage am Telefon heutzutage beim Handy ist: Wo bist du? Und ich bin gerade auf dem Bibliothekartag in Erfurt. Weitere Fragen sind dann, wie geht's dir? Ja, super, danke. Und was machst du? Ja, ich halte gerade einen Vortrag über Twitter. Das Ganze zusammengefasst, und ich komme da ein bisschen später drauf, als wenn man das auf Twitter publizieren würde, würde es ungefähr so aussehen: Super Laune, ich halte einen Vortrag über Twitter auf dem BIP-Tag 09. Das ist eine Erschließungsform mit diesem sogenannten Hashtag, damit man andere ähnliche Beiträge viel leichter findet in Erfurt. Jetzt ist die Frage, wenn ich so etwas, das wäre eine Publikation auf Twitter. Jetzt ist die Frage, interessiert das überhaupt wen? Ja, und zwar meine Freunde interessiert das teilweise. Manche. Auch einige Leute aus meinem Bekannten- und Kollegenkreis tut das super interessieren. Aber auch Leute, die mich noch nicht kennen, aber auch zum Beispiel hier sind auf dem Bibliothekartag. Oh, den würde ich mal gerne kennenlernen. Was, der ist auch hier, das ist ja toll. Oder jemand, der sich für die gleichen Themen wie ich interessiert. Zum Beispiel für Twitter. Oder der was über Twitter wissen möchte. Oder Leute, die ich kenne, und auch andere Leute, die ich noch nicht kenne. Aber jetzt genug der Vorrede. Was ist denn jetzt genau bitte Twitter?
Twitter sind Nachrichten in 140 Zeichen, maximal 140 Zeichen Länge. Sie werden deswegen als Microblogging bezeichnet. Und jeder kann diese lesen. Es ist halt eine öffentliche Publikation. Man kann das auch ein wenig einschränken, aber in der Regel sind Twitter-Nachrichten öffentliche Publikationen. Wenn ich ein Profil selber anlege, also die kann ich von jedem lesen, aber wenn ich selber ein Profil habe, dann gibt es noch ein paar mehr Möglichkeiten, die sich mir offenbaren. Und was sind das so für Möglichkeiten? Ich kann anderen folgen. Ich kann praktisch sagen, mich interessiert alles, was der macht, und ich möchte dem so ein bisschen möchte ihn verfolgen. Ich kann selber veröffentlichen, ich kann praktisch abonnieren und ich kann aber auch in Kommunikation treten. Ich kann, wenn jetzt jemand sowas twittert, wow, du bist auch auf dem Bibliothekartag, lass uns mal bitte treffen. Das wäre dann eine mögliche Antwortmöglichkeit. Und ich habe auch noch einen weiteren Kommunikationschannel, auch diese 1:1, diese sehr privaten Nachrichten sind auf Twitter möglich, dass ich das direkt sende. Ja, jetzt, klar, wollen wir uns das auch mal kurz anschauen. Ach, jetzt habe ich gar kein Internet. Hast du mal... Wir wollen uns das mal ganz kurz anschauen. Wie sieht denn das online aus? Und zwar, Twitter ist natürlich eine Online-Seite, ein Portal, bei dem man sich anmelden kann. Ach, hier sehen wir schon, das wollte ich gleich nochmal drauf kommen, das ist auch Twitter. Und zwar in einer unabhängigen Anwendung. Ich kann also Twitter nicht nur in meinem Webbrowser betreiben, sondern es gibt auch noch so kleine Anwendungen, die mir verschiedene Möglichkeiten der Darstellung lassen. Das ist eine, und ich habe hier verschiedene Twitter-Nachrichten zum Beispiel in Gruppen organisiert. Aber wir wollen uns jetzt erstmal kurz... Ich hoffe, dass... www.twitter.com. Nein, ich komme gerade irgendwie nicht rein. Dann erkläre ich das kurz hier an diesem Beispiel. Die Online-Seite bietet mir praktisch genau diese Sicht, dass ich sehe, wer hat was zuletzt getwittert. Es befindet sich dann natürlich auf einer Webseite, und da diese Seite auch über eine Schnittstelle verfügt, können auch andere externe Programme auf diese Schnittstelle zugreifen. Lambert hat gestern ein sehr, sehr, sehr wunderbares Zitat gebracht. Die Frage ist, wow, da passiert ja so viel, muss ich denn da jetzt ständig vom Rechner hängen, muss ich wirklich alles verfolgen? Und da möchte ich Lambert gerne zitieren, nein, Twitter ist wie Radio. Sie erwarten auch nicht beim Radio, dass Sie das Vollprogramm hören. Also auch vom Radio, da passiert die ganze Zeit was, 24 Stunden, aber trotzdem haben Sie nicht den Anspruch, 24 Stunden vom Radio zu sitzen und es nonstop zu verfolgen. Sondern dann, wenn Sie Zeit haben, dann gehen Sie mal kurz auf Twitter. Was passiert denn gerade so in der Welt? Was treiben meine Kontakte gerade so? Anstatt vielleicht jemanden, den Sie kennen, anzurufen, gucken Sie erstmal nach auf Twitter. Twittert der gerade was? Was macht denn der gerade? Und sparen sich so vielleicht auch einen Anruf. Also das ist sehr interessant. Man kann sehen, wenn die Leute es veröffentlichen, wo sie sind, was sie gerade tun. Und man kann so auch in Interaktion mit diesen Leuten treten. Also ich kann das mal kurz zeigen. Hier, das sind Antworten, die auf, wo ich etwas getwittert habe, wo mein Name praktisch zitiert wurde. Wir hatten gerade das Thema Pokens. Leider kann ich darüber nicht auch einen Vortrag halten, aber hier wird auch zum Beispiel erwähnt, dass...